So, wir nehmen ein neues Gang wieder auf, weil ich das Gefühl habe, dass wir in dieser Zeit viel schneller. 16. April. Hier haben wir den 25. Extreme Spider, wir machen davon ein Gameplay-Video. Ich habe das Gefühl, dass wir viel schneller so Geld verdienen können. Fortsetzen, ja. So, weil wir bekommen damit schon wieder 80. Und wir haben ja noch ein bisschen, zum Glück. So. Einmal das. Einen lustigen Konter. Komm, beeil dich ein bisschen. Das Laden ist so nervig, weil die Zeit weitergeht. Ich hätte absolut kein Problem damit, wenn es so lange dauert. Aber wenn die Zeit weitergeht, ist es echt bescheuert. So, ein wütender Kommentar. Dann noch einen unlustigen Kommentar. Dann ein singender Kommentar. Ein schönes Video benutzen wir nicht. Und zum Ende noch ein Outro mit Logo. Wir haben es fertig im Kasten. Und ab zur Nachbearbeitung. Rein da. Das kommt auch hier rein. Das nehmen wir auch mit. Das auch, das auch. Das auch, das auch. So, jetzt ordnen. Das so. Sieht schon gar nicht so schlecht aus. Das so. 31. Heben wir das ein bisschen an. Machen hier ein bisschen davon rein. Rendern. Hochladen. Und wir gehen. Ich weiß nicht, warum jetzt der Shop nicht mehr verfügbar ist. Das wundert mich echt. Okay, wir haben den 27. April. Am wievielten? Am 4. Mai wollte der es haben? Mit die Lahnmower. Alter, was ist... Was ist das denn für ein bescheuerter Titel für ein Spiel? Vor allem, es soll laut Logo in RPG sein. Ich spiele ein... Obwohl, Goat Simulator, ne? Gibt's ja auch. Ist ja irgendwie mit die Lahnmower. Komm mal hin. Ich muss weiter aufnehmen. Ich muss. Haben wir Chloe hier irgendwo? Nur irgendwelche Hippies? One Punch Man ist wieder dabei. Es gibt jetzt zwei One Punch Mans. Jaslyn, ach, das ist die Hater-Tussi. Nimm mal einen Vlog auf. Einfach weil wir es können. Ich habe einfach die Hoffnung, dass wir dann mehr Videomaterial in kürzester Zeit haben. Und mehr Geld scheffeln. YouTube Money braucht doch jeder. So, wir brauchen. Das hier sieht gut aus. Und das war's auch schon. Geh mal weg. So. Einmal posen und dann nach Hause. Ich sehe richtig deprimiert aus, oder? Das Video rendert tatsächlich immer noch. Ich habe eine neue Videoart freigeschaltet. Finde beliebte YouTuber und versuche ein Interview mit ihnen zu machen. Deren Fans werden es mögen oder vielleicht... Und nimm dich auch deren Abo. Und vielleicht abonnieren dich auch deren Abonnenten. So, Christoph Kratzen-mäßig. Wie ist die Lage? Jaslyn.
Ja, mir ist die Freundschaft egal, du sollst mich bloß nicht haten, du Verrückte. Hui. Sieht aber nicht so gut aus. Videoschnitt, dafür wird es ja noch hoffentlich reichen. Wir gehen wieder in die Omni-Ausgabe. So, zum Glück haben wir nicht so viel Material. Das macht die ganze Sache einfacher. So vielleicht? Keine Ahnung. Man kann jetzt nicht so viel falsch machen, würde ich sagen. Vielleicht ein bisschen Hintergrundmusik und vielleicht ein bisschen Farbe. Ist jetzt nicht das beste Video, aber es gibt Geld. Und das ist ja immerhin das, was zählt. So viel Geld wie möglich machen in dieser kranken Welt. Neues Game-Video. Machen wir nochmal ein Gameplay davon. Ah ne, Extreme Spider war's, ne? Von dem haben wir noch gar keins. Machen wir davon ein Gameplay. Wieder in der Mono-Ausgabe, warum auch immer das mehr Punkte gibt. Ergibt einfach keinen Sinn. So, als nächstes benutzen wir natürlich ein gestohlenes Video. Gott, ey, das nervt mich so. Komm, wir machen es einfach mal. Einen fachlichen Kommentar. Eine wütende Kritik. Als nächstes ein ernster Kommentar. Und das war's. Wollte schon wieder jemand Geld haben. Es ist doch zum Mäusemelken hier. Das ist irgendwie ganz komisch. Erhöhen wir das und das. Und noch einmal Farbe. Celebrity Hammer Walkthrough vor dem 3. Mai. Wir wollten davon... Ah, wir müssen da vorher eigentlich noch ein Gameplay machen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir kriegen nur 12 Dollar dafür. Gehen arbeiten. Weil, ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wie wir das sonst hinkriegen sollen. Oh, Markiplier, mag uns nicht mehr. Was ist denn los, Markiplier? Oh nein, ich habe vergessen, wir müssen Miete zahlen. Oh Gott, zum Glück haben wir das Geld. Einkaufen. Ich hoffe, das Ding schwindet nicht gleich wieder rum. Die Z-Box, was war's? Hier, Z-Box 360. Verrückten ihr. Ich lese einfach weiter, oder? Glückwunsch, du bist der 666. Besucher in unserem Online-Store. Lies weiter und erhalte deinen selbstverständlichen Gewinn. Du kannst ausgeben, wo du willst. 50. Okay. Ich meine, weiterlesen schadet jetzt ja nicht, ne? Runterladen, das wäre gefährlich. So, einmal schlafen. Hallo, mein Name ist Isabelle und ich rufe wegen einer Bankangelegenheit an. Wir würden Ihnen gerne unsere Verbraucherkarte anbieten, wo wir uns 10.000 Rabatte bekommen. Wie würdest du zum Beispiel das 2-für-1 Angebot im Quickmarkt für Rabatte des chinesischen Märkten? Lass sie reden, okay. Wir machen ein Gameplay. Schnell. Oh fuck, 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 fuck. Spiel wählen.
mache ich lieber schnell einen Walkthrough. In der Hoffnung, dass ich schnell hochladen kann. Komm mal, hält dich doch! Don't the fucking fuck! Kann ich jetzt nicht einfach abbrechen und es direkt hochladen? Warum? Ich kann einfach ein ganz kurzes Video machen. Warum muss ich das jetzt so machen? Komm! Ich kann es doch jetzt einfach so machen. Hallo! Lass mich das noch hochladen. Oh nein, es ist schon der dritte. Es ist schon der dritte. Es ist schon der dritte. Oh, Mano. Ganz ehrlich, jetzt ist es mir auch egal. Jetzt brauche ich auch kein Walkthrough mehr, weil damit mache ich sowieso nur Negativ-Abonnenten dann am Ende noch. Ey, ist doch aber wieder typisch. So, nehmen wir mal einen Salat. Gehen nochmal schlafen. Mal gucken, wie viel hat er noch? Wir reparieren den mal nochmal, vielleicht funktioniert's ja. Und dann nehmen wir einfach nochmal Spiel wählen. Dann nehmen wir nochmal was Lustiges auf. Zum Beispiel das. Machen noch ein Gameplay. So. Mann, es sind wieder immer nur ein paar Stunden. Das ist so nervig immer. Einen langen Kommentar. Wo kam das Geld her? Achso, von dem Video, was da noch lief. Ein unlustiger Kommentar. Ein ernster Kommentar. Ich will keinen Nyan Cat bei mir drauf haben. Ein kurzer Kommentar. Ein ernster Kommentar. So könnten wir jetzt vielleicht. Okay. Okay. So. Immer dieser Stress. Immer so viel Stress. Geschnitten wird es richtig scheiße. Ich habe keine Ahnung, wie ich es anders machen soll. Wir schrauben das ein bisschen hoch. Das ein bisschen und hier. Ja. Von Nihilistic Mushroom für die Zbox 360, die haben wir zum Glück jetzt schon. Ein Gameplay-Video auch nur. Okay. Das können wir machen. Das ist einfach verdientes Geld. Wir trinken Limonade. Nihilistic Mushroom. Aber ein Gameplay-Video. Auch wenn wir damit wahrscheinlich ein paar Abonnenten verlieren könnten. Es geht das Gerücht um, dass du nur Videos machst, um Geld zu verdienen. Wir verweigern. So, als nächstes einen wütenden Schrei. Danach bitte einen wütenden Kommentar. Weil alles ist scheiße in unserem Leben. Dann einen langen Kommentar über die Sinnlosigkeit des Lebens. Um schlussendlich einen ernsten Kommentar zu verfassen, den wir nochmal doppelte Bonuspunktzahl kriegen. So, fertig! Wir bearbeiten das ganz schnell. Gehen dann zu unserem lustigen Dings vom 6. Mai, unsere Präsentation.
Gute Frage, wie machen wir das jetzt? So. Sieht gut aus. Wir schrauben hoch. Das. Das brauchen wir nicht. Das. Und das. Es wird echt Zeit, dass endlich der Shop wieder freigeschaltet wird. Oh, und es wird echt Zeit, dass ich langsam mal aufhöre aufzunehmen. Krass, 3 Stunden. Hallo? Ja? Apathetic Wagon Warrior. So, komm, komm, mach weiter. Komm, hallo, wir springen. Ich möchte so gerne springen. Was zum... Was habe ich getan? Was habe ich getan? Niemand hat mir die Störung erklärt. Seit wann kann ich ja doch umgedönsen? Hui! Ich bin ein schwebender Geist! So, wen haben wir wieder hier? Julia... Gianni, keine Ahnung, irgendwas. Gianni Lett oder so. Macht halt keine Videos. Ach, Chloe! Chloe! Rang 30, kochen. Chloe, was sagst du zu diesem Spiel, sag mal? Tatsächlich? Ist es denn vollkommen ernst? Also ich bin ja der Meinung, dass das Spiel richtig scheiße werden kann, weil... wir haben nur eine Präsentation gesehen und aus einer Präsentation lässt sich nur nicht viel schließen. Das wird. Ey, das ist echt so gruselig, wenn die zeitversetzt reden. Ein unlustiger Kommentar. Ein philosophischer Kommentar. Ein mörderischer Blick nochmal, oder? Ein singender Kommentar. Okay, und ein Ende vielleicht noch für einen Punkt. Verabschiedung mit Kuss? Was geht denn da zwischen Chloe und Robert? Du hast so eine schöne Brille, Chloe. Das ist das Einzige, was ich eigentlich sehen kann von dir, weil alles andere sieht so aus wie bei allen anderen Menschen in dieser Region. Ah, das ist jetzt aber nicht so akkurat ausgedrückt, du. Ich habe gehört, du kannst kochen. Wie wär's denn, wenn du zu mir kommst und für mich kochst? Bis ans dein Leben ist Ende. Das ist doch ein schönes Angebot, oder? Ja, also ich würde schon gerne kochen wollen, wenn ich auch Videos machen darf darüber. Aber ich würde sagen, du bist ein guter Freund und wir sollten das nicht überstürzen. Na gut, wir verzischen uns erstmal. Hallo Backrills. Der Typ hat bestimmt auch irgendwie Bienen in seinem Bart oder so. Das ist die komische Bethany. Wir passieren wieder für die Presse und hauen auch gleich wieder ab. Hey, ich kann wieder leveln. Sehr schön. Was wollen wir denn als nächstes? Ich mach mal hier Hardcore. Wir bringen es erstmal auf voll. 10% mehr Likes. Das ist auch nett. So. Das wieder mal überstanden. Nihilistic Mushroom Gameplay. Haben wir schon fertig? Haben wir schon alles fertig? Dann können wir ja als nächstes mal wieder ein Spiel wählen und das Regal ist langsam voll, ne? 30. März, 16. April, 20. April. Wollen wir noch ein Gameplay-Video von machen? Komm, wir machen noch ein Gameplay.
Video. Danke. Es ist noch nicht mal freigeschaltet, aber es ist hochgeladen. Wie viel darf es denn kosten? $60. Ach, die habe ich doch. Wir machen eine lustige Begrüßung. Also an sich ist das ganze Spiel ziemlich repetitiv, aber ich weiß nicht warum. Irgendwie macht es verdammt viel Spaß. Das ist eigentlich richtig erschreckend. Was eigentlich so schlecht ist als Spiel, weil es hat keinerlei Mehrwert. Aber ich will einfach 100% schaffen. Wie immer. Und das war's. Wir schneiden wieder. Das so? So, so und so? Jupp, das geht klar. 19. 17. Okay. Schon wieder eine Einladung zu irgendwem. Live auf Mai 11? Was? Präsentation von Combat River live auf. Live auf? Was soll es sein? Ist halt so ein richtiges, schlechtes Early Access Spiel eigentlich. Mhm, dieses Haus wird eindeutig zu klein für dich. Solange du hier lebst, wirst du keine neuen Erfahrungen machen. Weißt du, was ich die ganze Zeit nicht gemacht habe? Ich habe die ganze Zeit nicht mehr irgendwie hier über das Bücherregal Kurse gelevelt. Einfach, weil ich die ganze Zeit nur Geld machen wollte. Geld, 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 Geld. So, wir gehen mal einkaufen, Kollege. Und wir gucken mal, was wir so Schönes haben. Ich würde sagen, wir stellen uns erstmal alles voll hier, oder? Was haben wir hier sonst noch so? Wir könnten mal das uns holen. Was kam danach? Ach, das war... Ach so. Ich weiß es wieder. Okay, ich würde sagen... Ich habe gehört, dass du ein paar richtig coole Spiele hast. Ja, ja, bla bla. So. Ah, ist das nett. Das ist doch mal schön. Info. Lass das mal reparieren, solange es noch geht. So, dein Zuhause. $0, dafür monatliche Kosten 320. Wir sind gerade am Anfang. So, die Frage ist jetzt, fürs nächste Mal. Welche Freundin soll ich mir angeln? Ihr entscheidet. Und soll ich jetzt schon umziehen? Ja oder nein? Ihr entscheidet. Ich persönlich bin der Meinung, ich würde noch warten und vielleicht noch diesen Monat hier verbringen, einfach um noch ein bisschen mehr Kohle zu scheffeln, weil das halt dann wieder viel teurer ist. Und wir brauchen die Kohle, weil wir in der Zwei-Zimmer-Loft halt ein Zimmer frei haben, in dem wir dann rein theoretisch einen neuen Arbeitsplatz einrichten können, an dem wir dann zusätzlich Videos generieren können, oder wir suchen uns dann tatsächlich jemanden, der für uns Videos generiert. Und wäre doch mal eine Option. Dann können wir die ganze Zeit irgendwelche Events besuchen und der ist zu Hause und macht Videos und Videos und Videos und Videos. Schreibt mir einfach mal, was vor allen Dingen lerne nein. Schreibt mir doch einfach mal, auf was ihr Lust habt, und vor allen Dingen, soll ich meinen Mitbewohner mitnehmen, der die ganze Zeit meinen PC benutzt, oder nicht. Ihr entscheidet. Und ich würde sagen, das war es erstmal vom ersten Einblick von diesem etwas merkwürdig programmierten Spiel. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Das sieht so scheiße aus hier. Ich glaube, wir müssen echt umziehen. Ich glaube, die Frage stellt sich gar nicht. Naja, ihr entscheidet. Ich mache das, was ihr sagt. Und wir sehen uns dann das nächste Mal. Bis dahin. Habt noch einen schönen Tag. Tschüss.